Hallo und herzlich willkommen zurück zu Assassin's Creed Valhalla. Ja, wir haben ein Problem. Wir müssen jetzt vor Sonnenuntergang das Papier verbrannt haben. Jetzt muss ich mal eben schauen. Das ist hinter mir. Weil der zeigt mir nämlich jetzt dummerweise nicht an. Ja, geh doch einfach darunter, komm. Der zeigt mir nämlich dummerweise nicht an, in welche Richtung überhaupt die Quest ist und alles. Das Problem ist, ich kann da nicht direkt drauf gehen. Also es muss irgendwo in der Richtung sein. Anscheinend ist es noch zu weit weg, weil sonst würde er mir die Quest ja anzeigen. Jetzt muss ich hier nochmal schauen. Also wenn ich jetzt hier in der Mitte runtergehe. Meine ich, war ich relativ vor bösen Augen geschützt. Ah, Moment. Nee, da zeigt er mir jetzt das an. Das heißt, irgendwo rechts von mir ist das. Muss die Statue der Eiferer sein. Ah. Okay. Möchte jetzt nicht unbedingt diesen einen Eiferer hier begegnen, deswegen. Eivor vom Rabenclan. Erledigt. Nur noch Rauch und Asche. Jetzt können diese Eiferer mich nicht verfolgen. Machen nicht aktiv Jagd auf dich. Sie sind dennoch formidable Gegner. Ja. Das ist mir schon klar. Eiferer sind mächtige Krieger, die dem Orden der Ältesten dienen. Sie patrouillieren in ganz England. Ja, damit habe ich leider auch schon Erfahrung gemacht. Und ich weiß ja, dass hier direkt auch einer ist. Obwohl, nö, stimmt gar nicht. Er hat sich nämlich jetzt verzogen. Er ist gar nicht mehr direkt hier. Das ist schon mal gut. Dann würde ich sagen, mache ich jetzt mal eben eine Schnellreise nach Hause. Weil wir jetzt auch gar keine aktive Quest mehr haben. Und war das mit dem Lagebericht? Genau. Und erzähle Randvi mal die Neuigkeiten. So, auf zu Randvi. Haben wir alles voll, ja. Mädel, ich habe Neuigkeiten für dich. Was ist mit dir? Könnte Kurban sein, einer der unseren. Tegla, du siehst aus, als hättest du mit einem Bären gerungen. Stimmt etwas nicht? Götter, Eivor, ich wurde beraubt auf der Straße von hier nach Lincolne. Von wem? Konntest du einen Blick erhaschen? Es waren Sachsen, so viel ist sicher. Ein ganzer Haufen haben mir 4 Fässer Ale und mein ganzes Silber abgenommen. Der Stämmigste hat mich vom Pferd gezerrt, an sich herangezogen und gesagt, dass Gutbahn zu Hause erwartet wird. Gutbahn? Das bedeutet so viel wie Schlachtgebein auf Sächsisch. Bist du sicher? Genau das sagte er. Hier heißt doch niemand so, oder? Nicht, dass ich wüsste. Ich habe nichts dagegen, dass wir Waisen aufnehmen, Eivor. Aber einige dieser Sachsen kennen wir kaum. Wir müssen uns umhören. Eine gute Idee. Ruh dich aus. Ich kümmere mich darum. Danke dir, Eivor. Ja, da werden wir uns auf jeden Fall auch noch drum kümmern. Was mit dir? Knut, was machst du hier? Eivor, wir brauchen deine Hilfe. Wer ist wir?
Sylva und Aira sind in Gefahr. Wir sind in den Wald gegangen und keine Zeit für Erklärungen. Du musst sofort mitkommen. Geht es ihnen gut? Nein, sie sind verletzt. Ziemlich schwer. Bring mich zu ihnen. Ich wollte aber dich gerade mit Ivor sprechen. Mist. Wo sind sie? Talan, beeilen wir uns. Aber wenn das doch angeblich so wäre, warum hat er dann den anderen nicht Bescheid gegeben? Ich weiß nicht. Ich bin da auch bei Kindern ein bisschen... Was ist passiert? Skeptisch. Sind sie noch in Gefahr? Nicht, wenn wir uns beeilen. Wo lang jetzt? Hier lang. Wir sind gleich da. Ich könnte Tod. Reiten. Du musst mir sagen, was passiert ist. Nein, du würdest es doch nicht verstehen. Glaub mir einfach. Mhm. Er hat es echt gemacht. Shh, so komm. Aha. Sehr gut, du hast Eivor hergebracht. Gut gemacht, Knut. Moment, was soll das? Entschuldige, Eivor. Wir mussten dich reinlegen. Aber das war nicht meine Idee, sondern Eiras. Lügen ist keine Art, meine Aufmerksamkeit zu erhaschen, Kinder. Aber wir haben einen Hund gefunden, der Hilfe braucht. Er sitzt in einer Falle fest. Wir dachten, du würdest nicht kommen, wenn es bloß um einen Hund ginge. Oh, das klingt nicht nach einem Hund, Aira. Das ist ein Wolf. Aber ein Wolf ist doch auch eine Art Hund, oder? Das hat meine Mutter gesagt. Natürlich ist das ein Hund. Hört euch das Gejaule an. Au! Armer Hund. Eivor, wenn du uns nicht hilfst, müssen wir ihn eben selbst befreien. Das wird nicht nötig sein. Ich kümmere mich darum. Wir müssen ihm helfen, sonst verhungert er. Armes Ding. Der ist jetzt hier unten drin, oder wie? Wir müssen ihm helfen. Seine Familie vermisst ihn bestimmt schon. Was haben wir denn hier? Ach, da brauchen wir wieder einen Schlüssel für. Ich brauche den Hausschlüssel. Wenn ich Glück habe, ist er hier in der Nähe. Dein Ernst? Hat das Schwein ihn jetzt gefressen, oder was? Ein Schlüssel für die Tür. Dein Ernst? Muss sie vorsichtig öffnen. Das Schwein hat die Tür gefressen. Quatsch. Das Schwein hat den Schlüssel gefressen. Wollt ihr mich verarschen? Ich befreie den Wolf und bete, dass ich ihn nicht vor den Augen der Kinder erschlagen muss. Der Tisch ist gedeckt, aber er ist nie heimgekehrt. Wenigstens hat er nicht gelitten. Ruhig, ganz ruhig. Eigentlich siehst du ganz freundlich aus. Tagebuch des Jägers 2. Die kleine Wölfin, die sich hier herumtreibt und um Futter bettelt, ist ein ordentlicher Jagdhund. Ich habe mein Lebtag mehr Wölfe getötet, als ich zählen kann, aber sie scheint lang genug von ihrem Rudel fort zu sein, dass sie ihre wildernden und grausamen Triebe verloren hat. Wenn sie sich als nützlich erweist, gebe ich ihr womöglich Namen. Einen Namen. Okay. Bist du so lieb, wie du tust? Warte. Ganz ruhig. Ich lasse mich von Kindern täuschen und brülle Wölfe an. Und sowas nennt sich Kriegerin. Gibt's hier noch irgendwas, was wir sammeln können? Tagebuch des Jägers 1. Es befindet sich keine Sicherheit in Bündnissen mit Wilden und Dänen. Trotz meiner Warnungen laden sie fremde Wikinger in unser Dorf ein und pflegen Umgang mit den Verwahrlosten. Verflucht seien sie alle. Wenn sie denen ihre Tore öffnen, so sage ich, sind sie für mich verschlossen. Lieber lebe ich glücklich allein und in Sicherheit, denn in diesem Unheil, das sie heraufbeschworen. Okay. Alles in Ordnung? Habt ihr den Wolf gesehen? Ja, du hast ihn befreit. Großartig, Eivor. Aber er ist fortgelaufen, hat nicht mal Danke gesagt.
Er wird zu seiner Familie gelaufen sein. Seine Mama und sein Papa waren bestimmt besorgt. Oder seine Wolfsfrau. Oder ihr Wolfsmann. Wer weiß das schon? Ich weiß nur, dass wir euch drei wieder zurück in die Siedlung bringen müssen, bevor eure Eltern noch denken, ihr wurdet von Wölfen gefressen. Oh, na gut. Kopf hoch, Knut. Du warst heute sehr mutig. Das wart ihr alle. In Zukunft erkundet ihr die Wälder nie mehr allein. Verstanden? Aber du ziehst ständig alleine los. Weil ich äußerst weise bin. Ihr müsst noch viel lernen. Ja, aber wir sind zu dritt. Das gleicht es doch wieder aus. So läuft das leider nicht. Bleib zurück! Seid ihr wohl auf? Dank unseres Helden, dem Wolfshund. Hulfi! Was? Hund, Wolfi, Hulfi, wie ein Wolfshund. Nein, gefällt mir nicht. Wir sollten ihn Maus nennen. Was für ein Quatsch. Wir sollten ihn Kaubart nennen, weil er so gern alles zerkaut. Was meinst du, Eivor? Ich wäre für Hulfi. Kaubart ist natürlich Quatsch. Maus ist natürlich auch ein geiler Name, aber Hulfi ist so das Einzige, was so einigermaßen noch passt. Hulfi, das klingt genauso absurd wie diese ganze Situation. Er ist unser bester Freund. Ja, jetzt okay. Müssen wir aber nach Hause. Wir alle. Ich wollte eigentlich die Leichen von den Wölfen hier noch looten. Und wir haben einen neuen Freund. Das Wichtigste an Abenteuern ist, dass man seine Lehren daraus zieht. Wusstet ihr das? Ja, der langweilige Teil. Oh, ich glaube, der ist fast so groß wie der Wolf, den ich habe. Habt ihr Kinder heute irgendwas über wilde Tiere gelernt? Vielleicht. Ja. Wir freunden uns mit ihnen an. Sie sind die perfekten Gefährten und immer freundlich. Mama hat immer gesagt, ich soll wilde Tiere meiden. Ihr habt ja keine Ahnung. Wie wäre es, wenn wir auf dem Heimweg still über das Gelernte nachdenken? Nur bis wir zu Hause sind. Mit anderen Worten, die Kinder haben rein gar nichts gelernt. Er scheint euch zu mögen. Natürlich. Wir haben ihn gerettet. Ohne uns würde er jetzt verrotten. So wie dieser Eber, den du erlegt hast. Kann man dich streicheln? Wir sehen alles. Erzählt es nicht euren Eltern, verstanden? Ab nach Hause mit euch und vergesst euren neuen Freund nicht. Bester Freund des Menschen ist eine neue Fähigkeit. Da schauen wir noch mal eben ganz schnell nach. Das interessiert mich nämlich jetzt sehr. Wo haben wir dich denn? Beim Bogen. Okay. Hetze deinen Wolf auf einen Gegner. Oh, ist das geil. Oh Gott. Das mit dem Blick finde ich nicht schlecht. Das mit dem Schlummern ist nicht schlecht. Giftiger Fernangriff ist natürlich auch nicht schlecht. Ja, dann würde ich sagen, dann mache ich das mit dem Schlummern raus. Das war das hier. Nee, das war der durchschlagende Schuss. Schlummerdorn ist das untere. Dann nehme ich den Wolf auf dem unteren. Oh, ist das cool. Ich liebe Wölfe. Leichter Angriffsschaden, Betäubung, Weg des Bären. Achso, wir sind hier unten. Betäubung, Fähigkeiten... Fernangriff, Gesundheit könnte ich nochmal machen. Kommt dann von oben runter, aber ist ja nicht schlimm. Leichter Angriffsschaden. Und was haben wir hier oben noch?
Schleichen, na gut, das ist für mich im Moment zweitrangig, auch wenn wir dadurch was Neues freischalten. Betäubung. Kritischer Treffer, das wäre dann schon eher... Ja, machen wir mal leichter Angriffsschaden als nächstes. So. Ich wollte gerade sagen, haben wir jetzt wieder zwei Fertigkeitspunkte bekommen? Ich glaube nicht, oder? Kommt der jetzt mit mir mit? Nee, der bleibt bei denen, ne? Okay, gut, dann gilt das vermutlich für meinen Wolf, denke ich mal. Der dann auf die Gegner gehetzt wird. So. Oh, du Süße. Das sind vermutlich die anderen alle. Ach, da fällt mir ein, ich muss ja auch noch eine Antiquität abgeben. Ah, du hast es hierher geschafft, Sigolbert. Dank Sigurd. Er war ein guter Führer und noch bessere Gesellschaft. Er hat mir erstaunliche Geschichten erzählt. Die besten handelten von dir. Ich hoffe nichts, was mir peinlich sein muss. Es gab ein paar besondere. Entschuldigung, aber was ist mit Legra Kestashir? Das Bündnis ist besiegelt. Die Söhne Ragnars sind Freunde unseres Clans. Schön zu hören. Ihr habt gute Arbeit geleistet. Der Titel Jarl bezeichnete früher einen Mann, der nur dem König untergeben war. Aber das hat sich gewandelt. Nun kann der Jarl ein Anführer sein oder ein Mann, der über Reichtum und Einfluss verfügt. Die Welt ist heute größer und in viele Teile zerbrochen. Unsere Sprache muss sich anpassen, um Schritt zu halten. Ein interessanter Gedanke. Cheolbert, dein Vater wollte, dass du lernst, nicht lehrst. Dann musst du beginnen, Eivor. Was hast du in letzter Zeit herausgefunden? Der Clan hungert nach Wissen. Du willst, dass ich eine Rede halte? Nun gut. Freunde, hört mir zu und hört eine Geschichte von Triumph und Mühsal. Seit unserer Ankunft bin ich weit gereist und sah die Felder und Straßen dieses neuen Englerlands. Auf meinen Reisen knüpfte ich starke Bündnisse. Der ehrenvolle Ceolwulf, König von Mercia, ist nun unser Freund. Und im Süden haben Jarls Kunasoma und die Dänen von Grantabrück einen Treueschwur geleistet. Durch Sigurds Hand und meine stärken wir stetig die Bande zu... In deinen Geschichten stellst du dich immer auf eine Stufe mit Sigurd. Ob Sigurd das auch täte, wenn er hier wäre? Sigurd weiß, was ich erreicht habe, und er würde angemessener feiern, als ich es tue. Aber das schmälert nicht eure Erfolge, euer aller Erfolge. Denn ich sitze hier zwischen den entschlossensten und stärksten Kriegern, die ich kenne. Und so hebe ich mein Horn. Zuerst auf Sigurd, möge er bald zurückkehren. Und auf den Rabenclan, die besten Freunde und Krieger. Auf Sigurd! Auf Sigurd! Möge er kommen und uns von dir erlösen. Und möget ihr alle dem Ale so zugetan sein wie Dark. Skull! Denkst du, ich bin betrunken, Eva? Würde es meine Worte mildern? Deine Worte waren deutlich genug, aber es würde deine Kühnheit erklären. Ich weiß, was ich hier sehe. Ich sehe jemanden vor mir, der einen Teil von Sigurds Ruhm für sich beansprucht. Es gibt in dieser Welt genug Ruhm für jeden, der ihn sich verdienen will. Und ich weiß, wie viel davon mir gebührt. Wie ich's mir dachte. Du! Angreifer! Sie kommen vom Fluss! Offenbar Dänen! Dänen? Wie viele? Schmeiß weg. Zu viele. Komm, die Schlacht tobt bereits. Die Hunde! Wieso wollen die Dänen Streit mit uns? Wer kämpfen kann, greift sich eine Waffe. Alle anderen bleiben hier.
Zu mir! Für den Rabenclan! Auf euch wartet hier nichts als der Tod! Nein! Ich wollte stampfen, du Idiot! Kümmert sich schon mal immer um diesen Schädelspalter hier. Oh Mann, diese scheiß Perspektiven, ne? Verflucht seist du! Wachst du gerade oder was ist los? Hallo? Schlägt die nochmal? Leid, Wolf. Ich hoffe, ich habe dich jetzt nicht getroffen. Wer hat euch in den Tod geschickt? Die Götter selbst schicken uns. Genau. Nein, du sollst es aufheben. Da ist noch einer. Ihr habt keine Ahnung von uns. Das war's schon? Okay. Waren das jetzt alle? Die Flüsse sind ruhig. Waren noch mehr auf dem Weg, haben sie kehrt gemacht. Ihren Farben und Zeichen nach zu urteilen, kamen sie aus Gautaland. Aber ohne einen Überlebenden werden wir wohl nicht erfahren, warum. Hier ist einer! Das Getier kroch zum Fluss. Er wollte wohl wegschwimmen. Hab Mitleid. Und wir könnten vielleicht Verbündete werden. Verdiene dir dieses Mitleid mit einer schnellen Zunge. Woher kamt ihr und warum habt ihr uns angegriffen? Wir lagern in East Engla. Gerade angekommen und hungrig nach Silber. Ihr seid vom Kurs abgekommen. Dies ist Mercia. Es war uns befohlen. Von wem? Du langweilst mich. Der nutzlose Hund schnüffelt an deinem Arsch auf der Suche nach Silber. Töte ihn! Dein Schweigen verwehrt dir Freundlichkeit. Ich frage noch einmal, wer schickt euch? Der Wind. Und die Flüsse werden uns nach Hause tragen. Er fleht um den Tod, Eivor. Erlöse ihn. Oder sende ihn zurück als Warnung. Soll er seinen Leuten sagen, dass sie hier nur der Tod erwartet, sollten sie zurückkehren? Ja, das wäre vielleicht nicht schlecht. Geh. Und kehre nicht zurück. Ich danke dir. Ein aufgeschobener Tod ist keine Gnade. Wer euch auch geschickt hat, warne sie vor dem Gemetzel, das sie hier erwartet. Oh, ich werde berichten. Schick Speer hinter ihm her, dann finden wir... Da! Naja, klar. Dieses Mitleid bringt uns nur in Gefahr. Es bringt uns den Ruf der Feigheit ein. Das war der einzige Weg. Hätten wir ihn verfolgt, hätten wir etwas erfahren können. Nun wissen wir nichts. Sigurd hätte getan, was ich getan habe. Das reicht mir als Rechtfertigung. Sigurd ist nicht hier. Ich schon. Und wenn du dich mir noch einmal widersetzt, wird er davon erfahren. Ich sehe dich, Eivor.
und ich weiß, was du bist. Und das ist definitiv besser als du. Gib nichts auf Darks Worte. Seine Drohungen mögen laut sein, doch sie sind leer. Räumt hier auf, dann beraten wir die nächsten Schritte. Ist ein neuer Brief für mich. Ein neuer Brief für sie und wir werden bald herausfinden, was das für ein Brief ist. Doch bis dahin werden wir uns erstmal damit begnügen müssen, dass diese Folge für heute zu Ende ist und dass wir in der nächsten Folge herausfinden, was im Brief steht. Bis dann. Ciao.